Was geht ab? Ich bin Basti von vegansixpack.com und bei Instagram kam in Bezug aufs letzte YouTube-Video die Frage, wie sieht denn nun tatsächlich dein Cardio-Training aus? Und für die Millionen und Abermillionen von Nachfragen, hier nochmal die entsprechenden Accounts. So sieht Instagram aus. Und hier findet ihr mich bei Snapchat. Natürlich die typische Routine, wenn ihr eine Frage auf Instagram stellt, versuche ich sie kurz auf Snapchat zu beantworten. Sollte sie zu ausführlich sein, gibt es ein entsprechendes YouTube-Video. Los geht's! Im allerersten Video wurde es ja schon ganz kurz angerissen, wie sieht denn der Cardio-Part aus, während du fastest, und geht es auch direkt nach dem Essen bzw. in dem 8-Stunden-Essen-Fenster? Direkt dazu die Antwort, nein, geht tatsächlich nicht, denn was wollen wir denn erreichen? Wenn wir einfach bloß Cardio machen wollen, weil es uns Spaß macht, weil wir gerne Ausdauer trainieren, die Ausdauer verbessern wollen, wann ihr wollt, dann spielt es so gut wie gar keine Rolle. Das Interesse, was ich aber mit dem Cardio verfolge, ist ja, dass der Fettabbau angeregt wird, dass ich also definieren kann, den Körperfettanteil prozentual senke und natürlich auch optisch, Sinn der Sache. Was machen wir also? Wir schauen, wie sieht unser Fastenfenster aus. Wir haben ja die 16 Stunden, in denen wir nichts essen. Also gucke ich natürlich, dass ich das so weit zum Ende des Fastenfensters mache wie möglich. Bedeutet also zum Beispiel am Morgen. Denn wenn wir nach 20 Uhr die letzte Mahlzeit gegessen haben, also wenn 20 Uhr ist letzte Mahlzeit, 4 Stunden, 8 Stunden Fasten, 8 Stunden Schlafenfenster, dann ist es morgens 8 Uhr und um 12 Uhr würde ich erst essen. Heißt also, ich versuche die Cardioeinheit optimalerweise irgendwann am Vormittag zu machen, da ja dann das Ende meines Fastenfensters sich nähert. Das heißt, ich habe keine frische Glucose mehr aus den letzten Mahlzeiten, die ich zu mir genommen habe, arbeite also rein aus dem Körperfett. Was würde passieren, wenn ich eine Fitnesseinheit machen würde? Ich bräuchte also schnell verfügbare Glucose, die aus den Mahlzeiten nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, ich würde mein Muskelprotein verwenden. Ich würde also Muskeln abbauen, um die Cardioeinheit zu bewältigen, wenn diese intensiver wäre, beziehungsweise ich Fitness betreibe. Ich habe somit den Vorteil, dass ich einmal eine ganz entspannte Sporteinheit machen kann, dass ich mich mal mit irgendwas anderem beschäftige, wirklich mal ein bisschen Zeit für mich habe und nicht einfach immer nur wie ein Verrückter reinhauen muss und hier nur Fettabbau und wirklich so gut wie gar nicht Gefahr laufe, an meine Muskelmasse zu gehen, und ich weiß, ich werde noch definierter. Wie sieht denn aber die eigentliche Fitnesseinheit aus? Das war natürlich die Frage, die nicht am zweithäufigsten eigentlich genauso häufig gestellt wurde. Das kommt entspannt im nächsten Video. Alle Fragen dazu, die typische Routine, Abo bei Instagram, dort die Frage stellen. Wenn sie kurz ist, beantworte ich sie direkt bei Snapchat. Ansonsten ausführlich oder auch wenn es wirklich so super interessant für alles und ein bisschen größeres Thema ist, hier direkt bei YouTube. Und da ja so viele Fragen kamen, wie denn die Channels heißen, abgesehen davon, dass sie hier natürlich in der Beschreibung zu finden sind, hier der Instagram-Account, hier der Snapchat-Account, und hier natürlich das Abo auf YouTube dalassen für Vegan Sixpack TV. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.